Ja, liebe Freunde, heute mal ein etwas anderer Bericht aus Brüssel. Nicht aus dem strotzlangweiligen Parlament, sondern von der Straße, wo ich so viel lieber bin. Und was besonders wichtig ist, diese Aufnahmen sind von heute. Das sind keine Retortenaufnahmen. Ihr seht das am Schnee, ist wirklich wahr. Also Deutschland diskutiert zu Recht die Lockerung des Lockdowns. Gott sei Dank diskutieren wir endlich drüber. Und deswegen macht es auch Sinn, vielleicht mal über den Tellerrand zu gucken, in andere Länder. Also hier in Belgien sind die Geschäfte nicht erst seit jetzt offen. Also seit November sind die Geschäfte aufgeblieben. Die waren also nie zu. Also hier in Belgien sind, genau wie bei uns, Restaurants und Kneipen geschlossen worden. Es gibt Maskenpflicht auf der Straße, was es bei uns ja nicht gibt. Und es gibt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Aber die Geschäfte waren die ganze Zeit auf. Und wie haben sich die Zahlen entwickelt? Also kein Land in Europa hat es härter getroffen als Belgien. Im ersten Lockdown im Frühjahr war hier alles dicht. War beängstigend. Hier lief niemand mehr rum. Absolut niemand. Und trotzdem hatte Belgien die höchsten Todeszahlen in ganz Europa. Und jetzt, wo man einen deutlich lockeren Lockdown gefahren hat, hat man hervorragende Zahlen. Jetzt ist Deutschland auf einmal viel, viel schlimmer. Warum das so ist, weiß eigentlich keiner. Und das ist eigentlich das, was wirklich der wirkliche Skandal ist. Dass wir eigentlich immer noch viel zu wenig wissen. Obwohl wir das Virus jetzt schon ein Jahr lang kennen, wissen wir viel, viel zu wenig. Und was wir auf jeden Fall wissen, die Maßnahmen, die Deutschland gerade treibt, die machen uns kaputt. Dieser Lockdown kostet uns am Tag 1 Milliarde Euro. Ganz davon zu schweigen, welche psychischen Folgen es hat. Für Senioren, für unsere Kinder. Diese Maßnahmen müssen beendet werden. Wir brauchen endlich zielgerichtete Maßnahmen. Wir müssen natürlich die Risikogruppen schützen. Wir müssen die Alten schützen. Aber wir müssen auch verdammt nochmal unsere Kinder wieder in die Kitas und in die Schulen schicken. Die brauchen soziale Kontakte. Wir alle brauchen soziale Kontakte. Wir müssen zurück ins Leben. Und das ist meine Botschaft heute. Lasst uns endlich wieder zurück ins Leben. Glück auf!